Es sieht eher wie eine Korbblüte aus, aber das Bergsandglöckchen gehört zur Familie der Glockenblumen. Es wächst auf trockenem Magerrasen, auf Brachflächen, an felsigen Stellen und sogar auf Dünen. Kaum zu glauben, aber diese völlig anspruchslose Wildblume ist gefährdet, weil ihr Lebensraum bedroht ist. Sie kann auf unseren oftmals viel zu stark gedüngten Wiesen nicht überleben. Und Brachflächen werden nur noch selten toleriert. Auf der Streuobstwiese gibt es kleines, aber wachsendes Vorkommen an Bergsandglöckchen. Die kleine Insel ist ein Treffpunkt von Schmetterlingen, Bienen, Hummeln und Käfern. Für die kleinen Blumen ist das wichtig, denn sie sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Als zweijährige Pflanzen brauchen sie befruchtete Samen für ihren Fortbestand. Der kleine Perlmuttfalter ist nicht nur wegen des Nektars der Sandglöckchen hier. Seine Raupen brauchen die Nachbarn der Sandglöckchen, die Ackerstiefmütterchen, als Nahrung. Wenn die Ökologie stimmt, können so von April bis Oktober in guten Jahren bis zu 4 Generationen Perlmuttfalter fliegen. Ein zum Glück noch häufiger Falter ist das große Ochsenauge. Besonders die Weibchen sind sehr schön orange gefärbt. Sie fliegen nur in einer Generation vom Juni bis in den September. Ihre Raupen ernähren sich von vielen verschiedenen Gräsern. Auch die rostfarbigen Dickkopffalter leben auf Wiesen, gern nahe zum Wald. Man trifft sie schon im Mai bis in den August. Auch ihre Raupen fressen an Gräsern. Wo Schmetterlinge leben, sind auch Raupenfliegen nicht weit. Das hier ist eine Novikia ferox. Einen deutschen Namen hat sie nicht. Sie legt ihre Eier auf Schmetterlingsraupen und die Fliegenlarven fressen dann die Raupen. Hier fliegt ein schwarzer Wollschweber, auch Trauerschweber genannt. Er ist ein Parasit von Wildbienen. Das ist auch ein Wollschweber. Sehr ähnlich dem Trauerschweber, ein Hemipentes morio. Der wiederum hat es auf die Larven der Raupenfliegen abgesehen, ein Parasit der Parasiten. So etwas nennt man einen Hyperparasiten. Ein friedlicher Zeitgenosse dagegen ist dieser seidige Fallkäfer, wie auch dieses Heupferd. Sie leben streng vegan.
welch vielfältiges Leben in einem so winzigen Stück gesunder Wiese existieren kann, wenn wir es nur lassen. Thank you.